Moin. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das sagt Jesus. Und das ist der Wochenspruch für diese Woche. Und ich finde das ein tolles Wort. Mühselig, beladen. Ja, das fühle ich mich tatsächlich auch manchmal und kennt ihr vielleicht auch. Und wie viele Menschen in dieser Welt sind mühselig und beladen mit dem, was das Leben ihnen jeden Tag nimmt und jeden Tag gibt. Die Menschen, die in Göttingen oder in Gütersloh in Quarantäne sitzen, wie mühselig und beladen mögen die sein. Die Menschen überall auf der Welt, die auf der Flucht sind und nicht wissen, wohin, nicht wissen, wie sie die nächsten Tage überstehen sollen, wie mühselig, wie beladen mögen sie sein. Und zu all denen und auch zu dir und zu mir, dieses Wort kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Und auch dieses Erquicken finde ich ein tolles Wort. Manche übersetzen, ich will euch Ruhe geben, aber das ist irgendwie nicht das Gleiche. Ruhe, ja, Ruhe von all dem, was mich bedrückt, was mir Mühsal macht, was anstrengend ist. Aber erquicken, das ist doch noch viel mehr. Erquicken, das ist ein Glas Wasser in der Wüste. Erquickend ist eine Decke zum Picknick oder einfach zum gemütlich in der Sonne liegen an einem schönen Ort. Erquickung ist das Wort, das mir neue Kraft gibt und ich wieder loslaufen kann. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe verschaffen. Ich will euch das geben, was ihr zum Leben braucht. Ich will euch neue Kraft geben, dann wieder aufzustehen und loszugehen, damit ihr nicht untergeht in all der Mühsal und mit all dem, mit dem ihr beladen seid. Das wünsche ich den vielen, vielen Menschen, die mühselig und beladen sind in unserer Welt. Ich wünsche euch eine gute Woche mit ganz viel Erquickung. Tschüss.